Hallo, mein Name ist Michael Stark von Versicherungsfit und in diesem Video möchte ich dir die Vollkaskoversicherung erklären. Die Vollkaskoversicherung ist eine zusätzliche Versicherung, die du drauf buchen kannst, wenn du schon eine Kfz-Haftpflichtversicherung hast und eine Teilkaskoversicherung. Also du kannst nicht nur die Vollkaskoversicherung machen und keine Teilkasko, sondern es müssen beide gegeben sein. Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist ja Pflicht, die musst du sowieso haben, wenn du ein Auto hast und somit kannst du dann dies eben drauf buchen. In der Vollkaskoversicherung tust du in der Regel erstmal eine Selbstbeteiligung noch vereinbaren, dass der Versicherungsbeitrag nicht so hoch wird. In der Normalfall sind das so 300 Euro, vielleicht 500 Euro, je nachdem natürlich, wie hoch der Beitrag dann dementsprechend ist. Die Vollkaskoversicherung deckt eigentlich alles rund um dein eigenes Fahrzeug ab. Ja? Das heißt, wenn du einen Schaden verursacht hast, dann wird dein eigener Schaden über die Vollkaskoversicherung auch bezahlt. Hier hast du auch wie in der Haftpflichtversicherung eine Prozente, also eine Schadensfreiheitsstufe, die du dann natürlich in einem Schadensfall wieder verlierst, wenn du hier einen Schaden einreichst. Von Anfang an fängst du erstmal mit der SF0 bzw. 1,5 an und stückelt sich dann langsam nach oben. Wenn du allerdings nur einen Schaden in der Haftpflichtversicherung hast oder nur in der Teilkaskoversicherung, wird hier nicht die Vollkasko belastet. Hier bleibt es dann bei den Prozenten, die du hast. Deshalb musst du dann, wenn du schon ein paar Vorschäden hattest, genau drauf schauen, wenn du die Versicherung wechselst, welche SF-Klasse hast du in deiner Haftpflichtversicherung und welche SF-Klasse hast du in der Vollkaskoversicherung, weil es hier dann zwei unterschiedliche Klassen gibt zur Einstufung, zur neuen Berechnung des neuen Versicherers. Und des Weiteren sind dann Schäden durch Vandalismus versichert, also wenn einfach euer Auto böswillig beschädigt wird. Der Beitrag für die Vollkaskoversicherung ist wieder individuell von dem Auto, was du fährst, weil auch hier wird geschaut, bei welchen Autos passieren öfters Unfälle, wo zu hohen Versicherungsanforderungen und das tut sich dementsprechend auch auf den Versicherungsbeitrag auswirken. In der Vollkaskoversicherung hast du auch den Schadensrückkauf, sprich wenn du jetzt einen Schaden verursacht hast und der Schaden ist an deinem eigenen Auto vielleicht nur 500 Euro, dann kann dir die Versicherung das auch genau ausrechnen, ob es vielleicht Sinn macht, den Versicherungsschaden selber zu bezahlen, weil du einfach da nicht hochgestuft wirst. Die Versicherung nimmt dich auch erstmal raus aus dem Schaden, das heißt, sie übernimmt erstmal den Schaden, aber du kannst dann hinterher den Schaden wieder zurückkaufen. Dann hoffe ich, dir mit meiner Definition über die Vollkaskoversicherung weitergeholfen zu haben. Wenn dir das gefallen hat, like doch gerne dieses Video oder abonniere gerne meinen Kanal, dass du immer auf dem Laufenden bleibst mit praktischen und nützlichen Versicherungswissen. Bis dahin, ich bin raus, euer Michael. Ciao.